Warum sind hier vorne eigentlich Redania? Was machen die an dem Zipfel vom Land? Okay, ist wahrscheinlich dämlich, das in Kriegszeiten zu fragen. Wir werden hier versuchen, ja. Basilisken oder was auch immer das für Dinger sind. Ich kenne mich in der Kriegsmaschinerie nicht so aus. Bewachter Schatz. Von was wirst du denn bewacht, Schatz? Was? Sumpf? Schrulle? Ehrlich? Lest das gerade richtig? Ich dachte immer, das Wort Schrulle gibt's nicht mal. Das ist irgendwie so ein... Das ist irgend so ein Familienwort wäre, was man in der Familie so benutzt. Sumpfschrulle. Die ist verdammt stark, die Schrulle. Du erwischst mich nicht nochmal mit deinem ekelhaften Schlamm. So, auch Schrullen brennen besonders gut. Oh, ich muss mir auf die Gesundheit achten. Diesmal habe ich gewusst, dass du länger rauskommst. Nein, scheiße. So, nochmal schön rösten. Jawohl, das war's. Da flitscht die noch mal so hoch, die Alte. Aber gehört zu den Wasserweibern, okay. Ist vielleicht einfach nur eine stärkere Version, nehme ich an. Aha, Schwert. Neues Oberteil, vielleicht endlich mal was Tolles, was man benutzen kann. Würde ich ja endlich mal sehr begrüßen. Schwert nein, Rüstung nein. Oh Mann. Dieses blau gemusterte geht mir langsam echt auf den Geist. Ach so, ich renne ja einfach los. Wir müssen erstmal gucken, wo ich hin muss. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Hier haben wir ja soweit alles schon erkundet. Okay, außer da unten. Aber hier so im Großen und Ganzen. Ich würde ehrlich gesagt gerne nochmal hier rüber kurz gehen. Und die drei mitnehmen. Dass wir nicht später nochmal dahin müssen, nur um die drei zu sammeln. Und das hier unten machen wir irgendwann anders mal dann in einem Rutsch, weil das ist ja so viel. Und die liegen ja alle zusammen, aber die drei da oben sind so einsam. Und deswegen quatsche ich da gar nicht weiter rum, sondern mach das einfach. Vielleicht meditiere ich vorher nochmal. So, 16 Uhr. 16 Uhr ist fast so gut wie 18 Uhr. Vor allem, wenn plötzlich Monster irgendwo spawnen. Das sind auch kleine Neger. Hey! Grüß dich, alter Freund. Erstmal voll das Schwert in den Rücken rammen. Was ist hier? Neger-Treffen oder was? So, einfach mal durch die Neger reinschnetzeln. Da kommt noch einer. Keine Ahnung, wo der herkam. Laufe ich eigentlich richtig? Ich habe keine Ahnung. Ach, die sind wahrscheinlich beide. Oh, genau, viele. Der verbuddelt sich gleich mal aus Angst. Hör auf aufzuweichen, kleiner Pisser. Die einfachen Pfeile bei der Armbrust bringen echt wenig. Ich glaube, ich wähle dann später mal die anderen aus. Wir haben ja noch welche, aber ich weiß halt nicht, ob das so gut... Also, ich bin da mal so sparsam. Ich benutze so Sachen ungerne. Weil ich immer denke, vielleicht kriegen wir solche nie wieder. Kommt da nochmal Neger? Hört sich an wie Neger, aber ich gehe jetzt nicht hin. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, wenn wir einfach so durch die Gegend... Er hat uns bestimmt nicht gesehen.
War das ein Wyvern? Also natürlich war es ein Wyvern, aber ich meine so einen, wie wir vorhin schon mal platt gemacht haben. Was steht da für eine merkwürdige Sekte rum? Ich glaube, ich speichere mal. Ich komme mir sicherer vor, wenn ich öfter speichere. Vor allem bei solchen unbekannten Orten. Hallo? Bist fast am Ende, okay, ihr seid normal dran. Hey ho! Nix hey ho. Piu! Haha. Weiß nicht, vom Aussehen her würde ich sagen, es ist ein normaler Wyvern, wie der von vorhin. Na komm her. Zack. Einmal die Axt quer durchs Gesicht gezogen. Da unten war euer Lager, aber ihr hattet hier nichts. War also eigentlich sinnlos, euch zu töten. Ihr habt sogar zwei Feuer. Luxus. Habt ihr oben irgendwas? Das sieht so... Na toll. Eigentlich wollte ich hier nicht unbedingt durchschwimmen. Hoffentlich kommt dann nichts Großes. Ich habe da echt Schiss, durchs Wasser zu schwimmen. Ich habe das auch schon mal in Skyrim gesagt, dass ich auch in Wirklichkeit vor tiefem Wasser... Oh oh. Also ich habe vor tiefem Wasser echt Angst. Weiß nicht warum, ist einfach so. Ich schwimme da jetzt auch ganz schnell durch und tauche gar nicht auf. Was für Geräusche höre ich denn da? Huh, Land. Da bewegt sich was. Es sieht aus wie ein Wyvern. Ich speichere schon wieder. Ich weiß, ich speichere etwas oft, aber ich speichere lieber oft anstatt ganze Strecken, Abschnitte noch. Was? Hä, was ist das? Das ist doch kein Wyvern, oder? Ist das ein Greif? Nee, ich guck doch mal. Hallo, was bist denn du? Aha, ein Basilisk. Komm her. Okay, werden eh hergemusst, bewachter Schatz. Wo ist er hin? Kann ich im Kampf eigentlich? Nee. Ich wollte gerade andere Pfeile ausrüsten. Geht nicht. Da kommt schon her, Mann. Ih, der spuckt. Renne, ey. Wie ein Lager vor der Arme. Aua. Was jetzt, du Stück Dreck? Aua. Oh, der hat so arme Vogelgeräusche gemacht. Da haben wir doch leid getan. Sind das da oben Harpien? Ja, sieht so aus. Da oben ist auch irgendwie der Harpien-Futterplatz oder sowas. So, also irgendeine Rune, die ich nicht kenne. Baumwolle. Neues Schwert. Oh. Ein neuer Sattel. Ich stelle mich da mal ein bisschen in die Sonne. Finde ich schöner. So, mal sehen. Ein Sattel. Erstmal das Schwert. Das ist besser. Ausdauer 55, wir haben... Guck mal, man kann vergleichen, das wusste ich gar nicht. Na toll. 70, okay. Das war ja leider nicht besser. Okay, jetzt... unser Silberschwert ist kaputt. Nein, das wollte ich gar nicht machen, scheiße. Naja. Nicht noch an. Ich hatte doch andere Reparatursets noch gekauft, oder? Sieht irgendwie nicht so aus. Okay. Was haben wir hier eigentlich? Zeichenintensität, aua, Chance auf Taumeln, Axi, Angriffskraft. Komm, das hau ich jetzt mal da rein. Angriffskraft. Chance auf Vergiftung, Chance auf Verbrennung. Die benutze ich jetzt mal. So. Wo führt uns denn der Weg jetzt hin? Wenn wir da oben noch diese zwei... Guck, Futterplatz der Harpien. So, da hoch. Also Norden da. Ah, so lange. Ich glaube, da können wir aber nicht lang. Da ist ja der Berg. Ich versuch's mal. Ich glaube, es wird nicht gehen. Oder vielleicht geht's doch.
Ich dachte halt nur, da ist irgendwie der Bergabhang und da können wir nicht hoch, aber es sieht ja... Sieht ja doch so aus, als könnten wir hier lang, okay. Ich weiß nicht, ob wir mal hoch zu dem Futterplatz sollten. Kann es sein, dass wir da vielleicht auch schon mal oben waren? Scheiße. Das war ganz knapp, wenn wir vorher nicht nochmal auf so einem Absatz gelandet wären, wären wir tot. So schnell wie der stirbt, wenn der irgendwo runterfällt. Na, das sieht ja einladend aus. Ich weiß nicht, ob ich da doch hin möchte. Was fliegt da rum? Sind das ganz normale Vögel? Die greifen uns nicht an, gell? Da unten leuchtet irgendwas. Kommen wir hier so... Versteckter Schatz. Nein, nicht nach unten ins Wasser. Nein! Ach, du Idiot. Hier sind doch irgendwelche Feinde. Ort der Macht. Magie. Ein Ort der Macht. Sind die Feinde eventuell unter Wasser? Weil ich die ganze Zeit Blubberblasen höre. So, mal schnell den neuen Punkt einsetzen. Ich habe gesagt, ich möchte... ich wollte hier verbessern, das Axi-Zeichen, gell? So. Ach, scheiße, das war die falsche Taste. Und was habe ich da jetzt weggemacht? Irgendwas... Das hier wahrscheinlich. So, was kommt denn hier als nächstes? Das Tier wird vorübergehend zum Verbündeten und bewirkt 20% mehr Schaden. Was kommt hier? Erhöht die Intensität des Axi-Zeichens um 5% und die Ausdauerregeneration im Kampf wird erhöht. Und hier, Axi lässt sich auf zwei Gegner gleichzeitig wirken. Der Effekt ist 50% schwächer. Hört sich eigentlich ganz cool an. Und hier eigentlich erhöht die Chance auf Verbrennung auf 20%. Erhöht die Intensität von Igni. Da müssen wir hier aber noch einige Punkte verbrauchen. Und das weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen. Also weil ich ja einfach viel öfter hier hochlevel. Ich weiß noch nicht. So, ich überlege, ob ich mal unter Wasser gucken soll. Es wird wahrscheinlich nicht ausbleiben. Piu! Piu! Ich möchte nur die Pfeile so ungern verschwenden. Piu! Der ist um uns rumgeschwommen, der Idiot. So, mal kurz auftauchen. Hochholen. Oh Mann, die schönen Pfeile verschwendet. So, kann ich hier irgendwo rein oder so? Weiß nicht, ich sehe erstmal nichts. Gibt es eigentlich einen Trank, der... Ah, doch, da ist ein Eingang. Aber ich habe ihn irgendwie nicht gesehen. Und ich weiß auch nicht wirklich, ob ich da rein will. Wenn ich jetzt Katze benutze im Wasser, verbessert das auch meine Sicht im Wasser? Das teste ich jetzt mal aus, weil sehen tue ich da unten eh kaum was. Da ist es auch egal, ob ich jetzt noch so einen Katzetrank einwerfe. Wo war denn der? Ach, hier war der, oder? Das sieht wieder aus wie Katze. Das ist Katze. Nein, raus, Mann. Ich wollte da nicht noch mal rein. So, bringt das was? Doch, das bringt was. Aber wo ist der scheiß Eingang? Aha. Habe ich den einen getroffen? Armbrust. Ja, das weiß ich doch schon. So. Oh, wir müssen noch ein bisschen schwimmen. Sonst ertrinken wir gleich. Ersticken. Eine Mischung aus Ertrinken und Ersticken.
So, und das ist der Schatz, oder? Leere Flasche, Faser, absurd. Eine neue Ding. Oh, zwei neue Anziehdinger. Vielleicht finden wir endlich mal was Besseres. So, war's das? Nee, das war's noch gar nicht. Das war einfach so ein geheimer Schatz. Sieht so aus, es wird nichts anderes angezeigt. Da wollte ich nicht hin. Mach mal weg. Inventar. 16. Sehr schön. Gut, ob das jetzt besser aussieht, ist mal dahingesetzt, dahingestellt, aber endlich mal was anderes an. Ach, ich dachte gerade schon, dass... Interessant. Da war gerade der Spawnpunkt für die Fische. Die sind da einfach alle so aufgeploppt und nach oben weggeströmt. Interessant. So, jetzt muss ich nur gucken. Das muss ein Ort der Macht sein. Das wissen wir doch schon, da waren wir doch schon. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt wieder aus dem Wasser rauskomme. Ach, da. Oder? Nee. Nee. Ach, hier, okay. Ich dachte schon, wir müssen jetzt für immer im Wasser bleiben. Wie lange bleibt Katze noch? 2 Minuten. Es gibt einen Trank, der hebt die Wirkung aller anderen Tränke auf. Welcher war das? Und haben wir den? Wir haben sowieso sehr wenige Tränke. Wir müssten mal noch ein paar mehr herstellen. Einfach so aus Prinzip, damit wir die haben. Ich gucke dann vielleicht mal. Wo ist mein... Ach so, darüber. Regeneration der Ausdauer. Vorübergehende Immunität gegen diese komischen Sporen. Mal sehen. Quest, Inventar, Charakter, Meditation, Astarium. Handwerk. Oder ist es bei Alchemie? Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz, was wir hier machen können. Axtkämpfer, Handschuhe. Bla, nichts besser. Oh, die sind besser. Steht da eigentlich Stufe 30, okay. Hier können wir... Was wird das gebraucht? Achso, Herstellung von Gegenständen, logisch. Kommt da noch irgendwas anderes? Lauter Silber... Achso, hier, Moment. 2 besser. Können wir sogar anziehen. Stufe 30. Das könnten wir sogar herstellen. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal... Moment. Ich gucke ganz kurz noch, ob wir... Das ist besser. Können wir aber noch nicht nehmen von der Stufe her. Das können wir auch noch nicht nehmen. Okay. Nur Waffenschmiede können Waffen und nur... Und nur Rüstungsschmiede können Rüstung herstellen. Suche. Können wir das gar nicht selbst herstellen? Moment. Ach so, wir können das überhaupt nicht selbst herstellen. Okay. Ist logisch. Ach Moment, ich wollte was ganz anderes machen. Ich wollte ja nach den Tränken gucken. Keine Absurde. Ja, ich weiß doch. Warum sagt mir das immer wieder, dass... weiße Möwe. Mildes Hexahalluzinogen. Keine Ahnung, ob wir das schon mal benutzt haben. Eine neue Bombe. Da fehlen uns Zutaten. Quests. Ach so, okay. Können wir zumachen. Tränke. Was macht das? Erhöht die Zeichenintensität. Stellt einen großen Teil der Vitalität sofort wieder her. Der ist guter Trank, aber was brauchen wir da? Den normalen Absud von dem. Ach, der ist der Verbesserte. Arafat der Weiße. Ne, den haben wir glaube ich noch nicht. Waldkauz, weißer Honig. Hebt einige Vergiftungen sowie die Effekte anderer Zaubertränke vollkommen auf. Den habe ich gemeint vorhin. Okay, dann machen wir mal das hier noch, wenn wir den eh schon herstellen können. So. Öle. Ich mache einfach mal, was wir hier gerade herstellen können.
Vielleicht einfach mal ein bisschen her. Dann haben wir es mal, wenn wir es irgendwann mal brauchen. Vampiröl. Verfluchtenöl. Das sollte ich echt mal öfter machen. Können wir hier noch? Ich weiß nicht, wenn wir die absolute... Okay. Ich habe gerade überlegt, ob das auch so ist, dass wir die Absude jedes Mal neu herstellen müssen, aber die laden sich anscheinend auch selbst wieder auf. Was ich ehrlich gesagt echt cool finde, dass sich die Absude und alles aus, also auch die Tränke und so selbst wieder aufladen. Ach so, gut, das war jetzt Quatsch. Obwohl, nö, eigentlich nicht. Hier noch ein grünes Mutagen. Oh, ist so schnell weggegangen. Karmin, was ist das? Wird für die alchemistische Zubereitung verwendet, okay. So. Jetzt wollte ich mal gucken, was diese weiße Möwe ist. Ob das wirklich einfach nur Alkohol ist? Alkohol? Ich weiß noch nicht mal, wie die aussah. Das sind die ganzen Absude. Fluchtenöl, das sind die ganzen Öle. Ich guck mal ganz kurz, was das senkt. Vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um 2. Hm. Geisteröl. Apfelsaft. Vielleicht ist es auch gar nicht hier reingekommen, sondern woanders rein. Ich gucke mal kurz da. Ne, das sind ja solche Dinge. Warte, da mache ich mal kurz, dass das Sternchen da oben weg ist. Mache ich ja auch mal. Moment. Das denke ich jedes Mal, wir hätten da was Tolles Neues. Die Sachen kann man ja nicht verwenden, gell? Nö. Okay. Kann verwendet werden, um Fertigkeiten herzustellen. Ich frage mich, welche Farbe das ist. Ist das rot? Ich kann das nicht genau erkennen. Das sieht für mich aus, als könnte man das so ein bisschen universell einsetzen. Ist doch hier. Okay, das kann man nicht trinken. Finde ich schade. Ich habe gedacht, wir können jetzt betrunken auf Quest gehen. Na gut. Hat sich ja irgendwie nicht gelohnt, was ich gemacht habe. Ich wollte eigentlich gucken nach dem Trank, der alle anderen Tränke aufhebt. Den können wir noch nicht basteln. Naja. So, jetzt erstmal wieder da, irgendwie da hochkommen zum Weg. Können wir hier einfach hochhüpfen, ohne abzu... Nein. Okay. Können wir hier hoch? Das ist so hell, ich sehe kaum was. Na komm, das schaffst du jetzt aber. Hüpf. Na also, sehr gut. So, und jetzt nehmen wir einfach den Weg für normale Menschen. Wenn der hier ist, ich habe keine Ahnung. Ich folge einfach mal dem einzigsten Weg, den es hier gibt. Sitzt da oben was drauf? Ich kann es gerade nicht richtig erkennen, weil ja noch dieser Trank aktiv... Ja, da oben ist er. Ach, schön! Ein Drache. Das ist ja... Wow. Na toll, da kommen wir ja gar nicht rüber. Was ist das für ein Kack? Ja, Drache, komm du Hauptsache erstmal her. Na komm schon. Hauptsache du mischst dich erstmal ein, gell? Natürlich. Oh, der Drache ist in den Stein gefallen. Halt, da kommen wir trotzdem noch ran. Ich hab's gesehen, irgendwo. Scheiße. Ich habe nämlich gerade noch überlegt, ob der Drache vielleicht Sachen dabei hatte. Na toll, das ist ja super. Perfekt, genau so muss das laufen. Gut, ich habe keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Vielleicht ich schwimme einfach um die Insel rum. Scheiße. Natürlich springe ich daneben. Fuck, wann wurde zuletzt gespeichert? Oh Mann.